Joschka, es ist fast 2 Jahre her, dass du deinen ersten Einsatz im Eurocup feiern konntest. Und es war auch gleichzeitig der erste Profi-Einsatz von dir. Blick doch mal zurück, was hat sich seitdem bei dir getan? Also ich war damals schon eigentlich genauso groß, wie ich jetzt bin und technisch auch schon eigentlich relativ weit, aber vor allem hat sich jetzt meine Athletik und mein Durchsetzungsvermögen verbessert, also dass ich einfach stärker geworden bin, meinen Körper besser einzusetzen weiß und jetzt auch einfach körperlich mehr mithalten kann mit den großen Jungs. Das hat sich auch in Bremerhaven gezeigt. Da hat der Coach dich fast 15 Minuten eingesetzt. Gibt dir das insbesondere viel Selbstvertrauen? Ja, das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen. Das ist gut, wenn ich dann auf dem Feld stehe und dann sehe, dass ich mithalten kann mit den Jungs und dass ich nicht mehr Fehler mache als die anderen und dass ich sozusagen mitspielen kann und dass dann kein Bruch reinkommt in die Mannschaft, wenn jetzt ich dann auf dem Feld stehe, sondern dass es ganz normal weitergeht, der Spielfluss auch, wenn ich dann auf dem Feld stehe. Es hat sich nicht nur sportlich was verändert, du wohnst jetzt auch zum ersten Mal alleine, nachdem du noch in unserem Jugendhaus warst, letztes Jahr im Grünwinkel. Wie fühlt sich das an? Gefällt dir das, alleine Ja, sein? am Anfang ein bisschen komisch, das erste Mal alleine zu leben, aber schon, ich finde es besser jetzt als mit den Jungs. Also es war schon toll, ein Jahr lang mit den Jungs zu leben, aber wir sind, glaube ich, 8 gewesen letztes Jahr im Jugendhaus. Also es ist schon immer relativ viel los und wenn dann welche zur Schule gehen und dann ist es immer laut im Haus und dann ist es jetzt schon mal gut, alleine zu leben und sein Leben mal alleine jetzt auf die Reihe zu bekommen und das ist auch gut. Ja. Funktioniert auch. Das funktioniert sehr gut, ja. Neben deiner Rolle im BBL-Team bist du auch immer noch Leistungsträger der Youngsters. Inwiefern hilft dir die Erfahrung aus der Bundesliga in der Pro B weiter? Also in den Pro-B-Spielen bin ich jetzt viel abgeklärter, da ich härtere Spielweisen jetzt gewohnt bin aus der BBL und dann in der Pro-B kann ich mich gut durchsetzen und bin dann auch ein Leader. Also bin verantwortlich für Punkte und das Team zu führen und dann hilft es mir sehr, dass ich in der BBL schon das gewohnt bin sozusagen. Dann lässt sich das in der Pro-B, kann ich sehr viel ausprobieren, kann auch mehr werfen und das tut dann auch schon gut, wenn man mal einfach Punkte machen kann. Und in der Pro-B bin ich ja noch nicht so weit. Jetzt nochmal zurück zum Eurocup. Die Premiere gegen Venedig steht bevor. Wie bereitet euch der Coach auf ein sehr erfahrenes Team vor? Also wir haben bis jetzt, also wir konnten schon Videos schauen, wir haben so eine Sportlounge, nennt sich das, wir haben so im Internet, wo wir uns alle anmelden können und den Gegner anschauen können. Und sonst haben wir gestern noch nur auf uns geschaut, haben unsere Systeme weiterhin verbessert und dann werden wir heute den Gegnervorbereitung vorbereiten, also die Systeme vom Gegner durchlaufen und ja auch nochmal Videos schauen und dann sollten wir vorbereitet sein auf Venedig.